Anstelle des Radios lief der Gütersloher Polizeifunk. Das Programm wenig Neues. Voneinander abweichende Meldungen über Einbrüche im Industriegebiet Speckwart erforderten den Einsatz zusätzlicher Streifenwagen. Eine Verfolgungsjagd entlang der B61, der Hauptverbindung zwischen Bielefeld und Wiedenbrück, trieb das fliehende Fahrzeug unaufhaltsam auf die vorbereitete Polizeisperre zu. Und ich vergebe dir nicht. Ein Buchtitel, der nicht nur neugierig macht, sondern auch für Spannung und zum Hinhören einlädt. So wie bei den Gästen, die sich in Oelde einen schaurig, gemütlichen, schönen Abend machten. Und wer kann aus diesem Krimi wohl besser erzählen als der, der ihn auch geschrieben und erfunden hat? Autor Erasmus Herold und Ich vergebe dir nicht. Sicherlich soll der Titel ein bisschen das Interesse des Lesers wecken und der anfängliche Verlauf, dass der Leser auf eine Reise mitgenommen wird, von der er nicht weiß, wohin es erst einmal geht, bewirkt das sicher auch. Dass dieser Krimi spannend ist, versteht sich fast schon von selbst. Allein der Buchtitel schreit förmlich danach. Und darum geht es. Ein Serienmörder macht die Gegend in und um Gütersloh unsicher. Immer wieder entdecken Beamte Tag für Tag ein neues Opfer. Anfänglich bestehen keine Verbindungen zu den einzelnen Protagonisten. Im gleichen Atemzug griff er zur Hosentasche und spürte die lange, sehr stabile und spitze, keinesfalls aber scharfe Klinge des mitgeführten Stiletts. Schwerfällig öffnete Sebastian die Heckklappe, doch anstatt hineinzugreifen, schwenkte er herum und schubste seinen Gast zurück. »Kleb mir nicht so dicht am Hintern, was soll das? Sicherheitsabstand!« Sichtlich überrascht riss Dupont die Hand aus der Tasche, stellte sich zwei Schritte abseits. »Alles gut, Großer, bist nicht mein Typ. Der Seesack liegt gleich vorne, siehst du ihn?« Dreh- und Angelpunkt der Geschichte an sich ist schon Gütersloh. Mit Sicherheit geht es hinterher aber auch ein Stück weit Richtung Reda-Wiedenbrück. Die Kunst, einen spannenden Krimi vorzulesen, den Zuhörern quasi den Mund wässrig zu machen, besteht wohl auch darin, ihnen nicht allzu viel zu verraten. Vorgehensweise des Autors. Ich habe mir vier Kapitel ausgesucht, aus denen ich lesen werde, die einen guten Querschnitt durch die Geschichte geben, damit die Leser einen interessanten Einblick bekommen, wie ich schreibe, wohin die Geschichte so geht, aber auch einen Einblick bekommen in die beiden oder in die Vorgehensweise der Polizisten, wie sie versuchen zu ermitteln und wie sie zueinander finden, vielleicht sogar auch am Anfang. Können wir Zugriff auf die Kameras vom Golfplatz an der Gütersloher Straße bekommen? Mark benötigte einen Moment, kramte in einem Ordner, tippte anschließend mit seinem Finger auf den entsprechenden Eintrag. Hilfe, ich wurde entführt, schrie eine panische Männerstimme. Ist da jemand? Sie haben die Nummer der Notrufzentrale der Stadt Gütersloh gewählt. Nennen Sie Ihren vollständigen Namen und den Grund Ihres Anrufs. Namen? Ja, ich heiße Jakob Rosenthal. Ich bin gekidnappt worden und ich benötige Hilfe. Sie müssen mich retten. Wie diese Rettung erfolgreich durchgeführt wird, ob der Mann in Not tatsächlich befreit oder ob es weitere Tote geben wird, das erfahren Sie, wenn Sie und ich vergebe dir nicht selber lesen. Fast eine Stunde lang sind die Zuhörer von Erasmus Herolds Geschichte gefesselt und der Autor gibt am Ende der Veranstaltung noch Antworten auf viele Fragen der Gäste. Und das Resümee der Zuhörer für diesen spannenden Krimi? Der hat mir super gefallen, vor allen Dingen, weil es nicht nur ein reiner Vorleseabend war, sondern weil man wirklich erfahren hat, wie ein Buch entsteht, wie Charaktere entstehen, warum man das an den Orten macht. Und es war unendlich spannend. Also man könnte spüren, wie das Buch entsteht und wie die Charaktere entstehen und dass es ihm unendlich viel Spaß macht. Und ich freue mich schon auf den nächsten Band, obwohl ich den ersten noch nicht mal durchgelesen habe. War toll, war einfach klasse. Mich interessieren ja immer so die Personen und was so in den Menschen vorgeht. Und ich finde so, ich habe ja nur Ausschnitte gehört, aber ich denke, er hat sich auch mit den einzelnen Personen beschäftigt und hat zumindest mich gespannt darauf gemacht, was mit denen so passiert. Aber was jetzt kommt, kann man natürlich jetzt nicht sagen. Aber es hat mich zumindest angeregt, dass ich mir jetzt ein Buch gekauft habe und ich denke, ich werde das auch sicherlich von vorne bis hinten durchlesen. Ich fand ihn sehr interessant. Das war meine erste Vorlesung und es hat sehr Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht, ja. Ich vergebe dir nicht. Ein Krimi von Erasmus Herold. Erschienen im Niemeyer Verlag.